Ja, wunderbaren guten Morgen vom Zentrum für Yoga. Heute mit einem Video, wieder über die Kampfkünste. Nicht die Lehre aus den Kampfkünsten aus der Playlist, sondern so eine andere Betrachtungsweise aus einem Buch heraus, nämlich das weltweit bekannte Buch der Fünf Ringe. Hier geht es um die Schwertkunst der Samurai, der japanischen Krieger. Und das Buch wurde geschrieben von Miyamoto Musashi, dem wohl bekanntesten Schwertmeister, der viele Gegner besiegt hat und dann erkannt hat, dass der Weg trotz dieser kämpferischen Perfektion noch nicht vollständig ist, sondern es ist ein innerer Weg. Und in einem Absatz geht es um die innere Haltung des Kriegers, des Samurai. Und die innere Haltung beim Kämpfen sollte gleich derer sein im Alltag. Das heißt, der Weg des Schwertes unterscheidet sich nicht von dem Weg im Alltag. Man sollte dieselbe innere Haltung haben. Man sollte so handeln wie im Kampf. Und eben nicht, das eine ist Schwert, das andere ist Leben oder Alltag. Es ist wie im Yoga, genau dasselbe. Der Yoga-Weg ist der Lebensweg. Der Schwertweg ist auch der Lebensweg oder der Lebensweg ist der Schwertweg. Und er sagt darin, im Leben, beim Kämpfen sollte man immer offen sein, nicht zu starr, wie auch im Schriften des Laozi. Das Starre ist symbolisch für den Tod, das Biegsame für das Leben. Und so sollte man nicht zu steif, zu starr sein, sondern immer angepasst an die jeweilige Situation beim Kämpfen und auch im Alltag. Und er beschreibt dann in diesem Absatz besonders auch das Herz, das immer in der Balance gehalten werden sollte oder muss. Man sollte nicht, wenn der Alltag, was weiß ich, stressig wird, mit dem Herzen nachfolgen, das Herz stressig, unruhig werden lassen, sondern immer in der Mitte bleiben. Das betont er ganz besonders, im Herzen in der Mitte bleiben. Und das ist eben schwierig, das ist ja dieses Yin und Yang, immer hin und her, rüber und über. Und der Mensch wird schnell mitgerissen im Alltag. Man ist mal nicht achtsam und schon saust man mit der Welt und vergisst, in der Mitte zu bleiben. Das Herz wird unruhig. Das Leben ist unruhig und irgendwann, ja, ist es schneller zu Ende, als man gedacht hat. Und auch ein gutes Gemüt, ein mittleres Gemüt, nicht zu aufgeregt, aber auch nicht zu träge, in der Mitte bleiben. Das ist ja die Aufgabe jedes Menschen, egal was er tut, in der Mitte bleiben, offen bleiben, im Herzen bleiben. Das Herz hat so wie eine Art Mittelstellung und wenn man aus der Mitte gerät, wird das Herz unruhig oder ist das Herz unruhig, gerät man aus der Mitte. Und so muss man sich immer wieder zurückholen, sich, wie im letzten Video auch gesagt, sich erden und eben nicht mit den modernen Dynamiken des Lebens mitschwimmen oder sich mitreißen lassen, sondern eben versuchen, immer in der Balance zu bleiben. Man kann schon mal schneller im Alltag handeln, aber dann muss man wieder bremsen. Und im Grunde ist es dann die Kunst, egal ob man außen stressig handelt oder nicht, in der Mitte muss man immer friedlich sein, zentriert sein und dann eben die Handlungen nach außen machen.
Nun, ich sage danke fürs Zuhören, Zuschauen. Gerne bis zum nächsten Video. Das war mal ein Kapitel über das Buch der Fünf Ringe von Miyamoto Musashi. Und ich sage allen einen wunderbaren Tag und ciao, ciao.